Servus. Heute nehmen wir dich nach St. Petersburg mit. Wir sehen uns schöne Bauwerke an. Und retten ein paar Frösche. Jetzt geht's los. Wir sind auf dem Weg nach St. Petersburg. Der Verkehr ist jetzt schon deutlich mehr. Die Straßen dafür besser. Wir kommen vom Nordosten nach St. Petersburg. Das Wetter ist herrlich. Als erstes imposantes Bauwerk begrüßt uns das Lacta-Center. Im Turm befindet sich das Hauptquartier von Gazprom. Riesige Häuser dominieren erstmal das Stadtbild. Wir fühlen uns sofort unwohl. Mit über 5 Millionen Einwohnern ist uns die Stadt viel zu groß. Dennoch, so schnell bekommen wir nicht nochmal die Chance, St. Petersburg zu besuchen. Also ab dafür! Leicht rechts abbiegen. Wir finden auf Park von Night sogar einen Stellplatz in der Innenstadt. Der Parkplatz ist klein, aber das passt schon. Wir haben uns heute gleich noch eine kleine Sehenswürdigkeit vorgenommen, die ich zufällig entdeckt habe. Das sind nämlich hier die Sphinxe. Schauen doch schon cool aus, oder? Ich muss ein bisschen da noch zurückgehen. Zurück, zurück, zurück. Aber jetzt sieht man sie. Und hier ist die andere. Das Märchen ist schon eingeschlafen hier. Das Märchen. Da sind die Sphinxe, wo wir gestern waren. Wir versuchen heute mal ein bisschen weiter ins Zentrum zu kommen. Weiter Richtung Innenstadt dominieren ältere Gebäude. Die älteren Bauwerke finden wir auf jeden Fall schöner als die lieblosen modernen Moloch-Monumente. Staus gehören zu Großstädten in aller Welt. So haben wir wenigstens die Chance, uns die Stadt anzusehen. Im Allgemeinen kommen wir aber recht gut durch St. Petersburg. Nach 300 Metern links abbiegen. Eigentlich da, oder? Eigentlich hier, links. Links, 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 links. Links, fahr rüber. Da ist was blau. Da können wir uns auch rückwärts reinstellen. Rückwärts würde ich... Ja, aber da gibt es jede Menge Parkplätze. Also da können wir uns genauer angucken. Kommt hier rum. Direkt neben der Straße stehen. Hier, guck mal. Da vorne. Na gut, dann kann der Rolls-Royce neben uns parken. Also hier gibt es Parkplätze ohne Ende. Geil! Wir wollen dahin. Ich glaube, das ist die Blutskirche. Wir kommen jetzt langsam an. Das ist ja ein Hammergebäude. Dann gehen wir hier rüber, würde ich sagen. Ordentlich. Einfach durchlatschen. Wir überqueren den Konuschenaja Ploschrat. Wir bleiben schon stehen. Komm. Ja. Aber die bleiben stehen. Weil sie wissen, dass sie gerade auf der Kamera sind. Ja. So, überlebt. Vor uns am Griboyedow-Kanal steht die Blutkirche. Auch Auferstehungskirche oder Erlöserkirche genannt. Erbaut wurde diese Kirche zwischen 1883 und 1912, an der Stelle, an der Alexander II. Einem Attentat zum Opfer gefallen war. Die Blutkirche diente nie liturgischen Zwecken. Sie war als Denkmal konzipiert. Die Kirche diente anfänglich als Konzerthalle und Museum, später als Theater. Die Sowjets wollten sie mehrfach niederreißen. Doch dazu kam es anscheinend nie. 1997 wurde sie renoviert und als Museum wieder eröffnet. Obwohl wir es nicht so mit religiösen Gebäuden haben, sind wir dennoch vom Bauwerk an sich beeindruckt. Okay, jetzt haben wir die Blutskirche umzingelt einmal. Und schauen, ob wir einen Kaffee trinken wollen. Ja, klar. Willst du den Kaffee besorgen?
Ich setze mich auch mit dem ganzen Gerümpel dahin. Gehen wir da vorne hin, oder? Warte mal. Da ist schon ein Rucksack. Gehen wir dahin. Ach übrigens, die Trillergeräusche stammen von Spielzeugvögeln, bedient von Ramschverkäufern. Okay, dann hier hin. Es ist so leicht, sich von dem Offensichtlichen ablenken zu lassen, wie zum Beispiel diesem Monumentalbauwerk hier. Aber was ich noch interessanter finde, ist, dass die Leute damals sich richtig viel Mühe gegeben haben, einfach Zäune zu bauen. Guckt euch das an. Wie viel Liebe zum Detail da drin steckt, einfach so einen Zaun zu bauen oder zu schmieden. Wärst du wieder bei Tüdelmärchen, ja? Hier sind wir auf dem Souvenirsmarkt. Wir schlendern entlang des Griboyedow-Kanals. Wie in anderen Ländern auch, wollen sich einige Menschen mit Mara fotografieren lassen. Thank you. It is yours? It is yours? Yes. Yeah. Where are you from? From Germany. Okay. But she is from Romania. Oh. What is the name? Mara. Mara. Это из Германии, Аня, а собака из Румынии. Вот так вот. I do photo-reportage for my daughter. Ah, okay. Jetzt hat Mara auch noch Essen bekommen. Irgendwie russisches Brot, das kann ich ja mal probieren. Weil Mara mag es nicht. Wir sind jetzt hier drinnen in diesem Hof, weil wir in einen Armeeshop rein wollen. Und der Grund ist, man hat mir an der finnischen Grenze mein Klappmesser weggenommen. Man darf nicht, man darf nicht, man darf nicht. Also kaufe ich mir jetzt in Russland ein neues Messer. Das war zum Schwammerlsuchen. Das war zum Schwammerlsuchen, natürlich. Und da ist es ja schon. Wir gehen jetzt rein. Dann gehen wir wieder. Ich habe hier Souvenirs aus dem russischen Militärshop, nämlich einmal Schuhe. Und tatsächlich habe ich ein Messer bekommen. Wunderbar. Mara macht Nase-Nase im ausgestopften zweiköpfigen Reh. Da machst du Nase-Nase. Scheint immer noch interessant zu riechen. Wir machen uns langsam auf den Rückweg zum Van. Einige Stellen der Blutkirche sind wohl noch auszubessern. Und schon wieder nähern sich die Forscher dem blauen Wahnsinn. Hinein ins Vergnügen. Wir suchen für Mara einen Gassiplatz, aber hier ist nichts, aber auch nichts Hundefreundliches. Der große Park vor dieser Blutskirche, da war Hundeverbot. Durfte überhaupt niemand rein, kein Radfahrer, kein Hund. Ja, nur komische Touristen zum Fotografieren, aber ansonsten für die Leute hier gar nichts. Gut, wir fahren jetzt irgendwo hin weiter. Bevor die Morden sich dazu entschließen, gibst du recht? Nach 600 Metern. Historische Gebäude, noch und nöcher. Vorsicht, jetzt fährt der rüber. So, was auch immer das für ein Mausoleum ist da vorne. Mausoleum, da sind keine Mäuse drin. Nicht. Annette hat einen Stellplatz in der Nähe des Katharinenpalastes gefunden. Aber nicht Google Maps. So, das ist leider eine absolute Katastrophe mit Google Maps hier, weil der führt uns hier absolut ins Nirvana. Und jetzt sind wir hier gelandet. Naja, das ist aber eine Sackgasse da hinten. Ja, aber das checken wir erstmal ab. Von dem Parkplatz, von dem großen Parkplatz vor allem, ist hier weit und breit nichts zu sehen. Auf jeden Fall waren wir jetzt irgendwie zu blöd, den beschriebenen Parkplatz zu finden, weil wir immer ins Nirvana gekommen sind.
Und jetzt sind wir zwischen diesen ganzen Zäunen und Palästen und es wird jetzt ziemlich offroadig. Also halt so ein Feldweg. Muss man halt langsam fahren. Und er hat gemeint, da hinten gibt es einen wunderschönen Stellplatz. Und nachdem jetzt heute schon quasi Abend ist, bleiben wir da einfach. Und? Müsste, geil, ne? Müsste passen so. Super, dann ja. Bleiben wir so, oder? Da bleiben wir jetzt erstmal. Das ist jetzt also unser Stellplatz für heute Nacht. Mal schauen, wie lange es dauern wird, bis die KGB-Agenten da sind. Nee, die finden uns nicht, weil meinst wir du? Haben die Tarncappy jetzt auf. Ach so, und die neuen Schuhe. Wir wissen nicht, was das ist, oder doch? Er zieht leider Wasser von oben und ich schätze mal aufgrund der kaputten Regenrinne da, weil die ist gespalten, siehst du das? Ja. Da wird das Wasser da hintropfen. Wir versuchen da jetzt reinzukommen. Keine Ahnung, was das hier ist überhaupt. Erste Sehenswürdigkeit hat sich erledigt. Mit unserem Werwolf komme ich da nicht rein. Was für eine gequälte Scheiße, oder? Und man kommt wieder auch nicht mal zum Wasser einfach. Also, dass ein Park nicht zugänglich ist, ist echt unverschämt. Ja. Ein Gewässer für Mara. So nah und doch so fern. Hier kann man vielleicht rechts hinter dem Gebüsch gehen. Da ist so ein kleiner Weg, da gehe ich jetzt mal rüber. Da kommt man auch nicht auf die Brücke. Für den Pöbel nicht zugänglich. Am Ende der Straße ist der Katharinenpalast. Anscheinend haben die Megareichen auch keine Kohle mehr, um das zu restaurieren und in Schuss zu halten. Tja, sollte man vielleicht ein paar Steuern erheben, ne? So um 20-30% erhöhen, dann geht das schon. Notfalls um 100%. Wir kommen langsam auf den Katharinenpalast zu. Hier steigt auf für die Party. Das ist Gold, was da glänzt. Das ist hier mal ein schönes Tor. Der Katharinenpalast wurde Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut und im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht zerstört. Das, was wir hier sehen, ist der Nachbau sowjetischer Restauratoren. Nachdem Katharina die erste 1725 Kaiserin geworden ist, nutzte sie den Peterhof mehr, da er für sie repräsentativer war. Insgesamt eine wunderschöne Hütte, oder? Okay, Jungs und Mädels, hier ein bisschen St. Petersburg jenseits der touristischen Pfade, die dir keiner zeigt. An sich wunderschöne Gebäude, aber ziemlich marode das ganze System. Ziehen ganz schön Wasser überall. Und ja, man lässt das ganze Gedöns verkommen. Kostet ja auch jede Menge Kohle, das instand zu halten. Hier werden die Sachen teilrestauriert. Schön. Hier haben wir ein besonders krasses Beispiel. Wunderschönes Haus eigentlich, aber das ist wohl seit längerem nicht mehr in Benutzung. Meine Damen und Herren, die Stadterkunder nähern sich wieder dem blauen Wahnsinn. Gar nicht so leicht hier, so eng.
Vito hilft einem russischen Pärchen mit unserer Teleskopleiter aus. Es ist Zeit, unseren Stellplatz zu verlassen und weiterzufahren. Wasser in Kanister kaufen. Nächstes Schloss. Ja, ist so eine kleine Sommerresidenz. Sieht vielversprechend aus. Wir haben hier an einer anderen Tanke ein Schränkchen mit so einem Zeichen gefunden. Ist die Frage, ob das überhaupt offen ist. Oh, es ist offen, es ist offen. Da ist ein Schlauch. Da müssen wir herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Gut, da ist aber auf jeden Fall Wasser. Wow. Wir müssen aber umdrehen, ne? Was willst du umdrehen? Das Auto. Ach so, ja, ja, klar. Super, dann haben wir jetzt Wasser. Ich drehe mal um. Noch ein Stück nach vorne wieder. Das ist ja ein geiles Teil da. Kann das Ding auch halten? Ich kann es auch schon falten. Findest du? Und dann. So. Ja, ja, ja. Du filmst. Ich habe Angst. Das geht, das geht. Geil. Das hat einen sehr hohen Druck. Wir machen jetzt einen Workaround, weil das Ganze zu sehr rausspritzt. Jetzt über diesen Trichter. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Das Ding ist ja schon undicht. Ist ja wohl undicht. Na, warte, jetzt muss man nur besser rein. Ja, jetzt. Also egal wie man es macht, ist es ja mit Scheiße. Dann nehme ich das mal raus. So rein vielleicht, ja. Gleiche raus. Ja, super. Das läuft immer über, egal wie. Schaut gerade gut aus. Ja, der Winkel ist gut. Müsste ja gleich voll sein eigentlich, wenn der Druck mal reingeht. So. Damit so, auf der Tod. An dieser wunderbaren Tankstelle haben wir jetzt das Wasser gefunden. Ich kann das zwar jetzt nicht lesen, was da steht, aber auch egal. Heute bin ich mal allein unterwegs. Ich sehe mir das Schloss Peterhof an. Es ist Wahnsinn. So viele kunstvolle Statuen. Das Schloss entstand nach dem Vorbild von Schloss Versailles und nach eigenen Entwürfen von Peter des Großen. Zum Beeindrucken. Das ist anscheinend alles Gold, was da glänzt. Nach dem Sieg über die Schweden bei der Schlacht von Poltawa im Jahre 1709 beschloss Zar Peter I., sich eine zeitgemäße Residenz errichten zu lassen. Warum auch nicht? Er baut in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wurde auch dieses Schloss im Zweiten Weltkrieg geplündert und zerstört. Die Restaurationsarbeiten sind immer noch nicht vollständig abgeschlossen. Warum nochmal sollte man Kriege führen? Später machen wir mit Mara noch einen Spaziergang in die Umgebung. In den Schächten finden wir viele Grasfrösche, die alleine nicht mehr rauskommen. Vito baut ihnen Hilfen zum Ausstieg. Die ganze Konstruktion muss ich auch selbst tragen irgendwie. Überall am Boden sind Glasscherben. Einige Frösche sind ziemlich ausgemergelt. Am nächsten Morgen holt Vito diejenigen Frösche raus, die es selber nicht rausgeschafft haben. Der hat noch zu mir geguckt, der ist richtig gut dabei. Der ist ziemlich frisch. Der wird sich freuen. Ja. Der hat auch noch zu mir so hoch geguckt. Unser nächstes Ziel ist die Insel Kotlin. Jungs, Mädels, da ist es total abgefahren hier. Wieder an irgendeinem Lost Place angekommen. So sieht's hier oben aus. Gleißender Sonnenschein an der Ostsee. Außer dieser wunderschönen Strände hat die Insel noch mehr zu bieten. Was? Das siehst du in der nächsten Folge. Bis bald! Ende.